Hallo, mein Name ist Geli und heute zeige ich euch, wie man den Molotow Masterpiece Marker wieder auffüllt oder wie man es nicht macht. Viel Spaß! Um den Marker Masterpiece nachzufüllen, braucht ihr den Marker, eine Pipette, so eine Klammer, und die Refillflasche und natürlich ein paar Handschuhe. Ich schraube den Marker jetzt auf und nehme so eine Klammer, damit ich den auf den Tisch stellen kann, ohne dass er mir umfällt und ich beide Hände frei habe zum Nachfüllen. Dann nehme ich mit der Pipette Tinte auf und fülle die da rein und merke am Anfang nicht, dass es überläuft und die ganze Tinte auf dem Tisch landet. Also so macht man es schon mal nicht. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich versuche dann direkt mit der Flasche den Marker aufzufüllen, was auch nicht funktioniert, wie man sieht. Dann lade ich mir die Anleitung runter und schaue mal nach, wie es richtig geht. Und ja, man muss dieses Ventil erst entfernen. Und dann ist der Marker komplett offen und man kann ihn ganz leicht nachfüllen. Und zwar auch ohne Pipette direkt aus der Flasche. Man kann natürlich die Pipette nehmen, aber so geht es auch schneller. Und das macht die Sache ziemlich einfach. Dann wieder das Ventil drauf, den Marker wieder draufschrauben, zuschrauben, Klammer abnehmen und fertig. Dann probiere ich den nochmal aus. Ich habe manchmal das Problem bei diesem Marker, dass mir der Filz beim Aufmachen des Markers rausfällt. Das ist mir jetzt schon öfters passiert. Dann suche ich mir eine freie Seite in meinem Skizzenbuch und probiere den Marker gleich mal aus. Ist ja nicht wunderbar. So funktioniert das richtig. Wenn man es richtig macht, auch ohne Sauerei. Ihr seid schlauer, ich bin schlauer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Video. Danke fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich. Hier findet ihr noch weitere Videos. Oder ihr könnt auch hier gleich meinen Kanal abonnieren. Bleibt kreativ, eure Geli. Tschüss.